Willkommen zurück zu Two Point Campus. Urban Bungle. Modernste Spitzentechnologie macht die Zukunft fast schon wahrscheinlich. Und damit willkommen zur drittletzten Map, so wie es aussieht. In der letzten Folge haben wir Spione ausgebildet in Mercscore. Und ja, habe ich noch nicht weitergemacht, mache ich aber noch. Und heute erster Stern. Je nachdem, wie lange die Folge geht. 3 Stunden werde ich sie nicht machen. Je nachdem, wie die Ansprüche sind. Versuchen wir, die modernste Spitzentechnologie zu etablieren, die es gibt. Ich kann nicht behaupten, zu wissen, wie unsere Gesellschaft einst untergehen wird. Aber in einer Hinsicht bin ich mir sicher. Wenn es soweit ist, werden definitiv die Roboter dahinter stecken. Ich habe den Wissenschaftlern von Bungle schon viele Briefe zu dem Thema geschrieben. Und was bekomme ich zurück? Eine automatisierte Antwort. Es tut mir leid, liebe Zuhörer, aber es ist schon zu spät. Da bleibt nur eins. Chillen. Und damit willkommen. Willkommen bei Urban Bungle, dem neuen Maßstab für fortschrittliche Technologie und minimalistisches Design, hastig vom chaotischen Geist der Bungle-Mitarbeiterin Sophie Nova entwickelt. Gerüchten nach ist Frau Nova davon besessen, bessere und noch automatischere Roboter zu bauen, aber mit Bungle Technologies zusammen nutze deren umfangreiche Ressourcen, um Sophies Traum zu verwirklichen und den Campus von morgen zu bauen. Heute. Okay, sind alles keine neuen Studiengänge? Hallihallo, so sieht man sich wieder. Jetzt brauche ich deine Hilfe bei Robotik. Ist das nicht witzig? Wie ist das, wie das Leben manchmal spielt? Ich habe diese putzige Einrichtung auf die Beine gestellt, nachdem wir so viel Spaß inmitten hatten. Aber dann merke ich, dass etwas Wichtiges fehlt. Studierende, oh. Und natürlich du. Gemeinsam kommen wir garantiert eine erstklassige Fabrik, einen vorbildlichen Campus und tonnenweise Roboter hin. Okay. Wir brauchen einen Vorlesungssaal, 2 Vorlesungssäle sogar. Dann legen wir doch gleich mal los. Ich glaube, wir brauchen hier auch wieder Kühlung, ja. Wissenschaftslabor. Haben wir noch niemanden eingestellt? Doch einen, aber noch keiner, der Sachen machen kann. Gut, Wissenschaftslabor. Fünf mal fünf. Packen wir doch einfach hier hin. Gleiche hier. Kühlung nicht vergessen. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Okay, dann brauchen wir primär noch Dozenten. Also gar nicht so viel, wie ich gedacht habe, dass wir bauen müssen. Das Problem ist, wir haben einige Gebäude, aber halt noch nichts drin, ne? Sir Nigel Bittleworth auf Two Point Radio. Hallo, hallo! Heute besprechen wir ironischerweise zum ersten Mal das Thema Fortsetzungen. Das, was uns ereilt, wenn die niederen Köpfe hinter irgendeinem Machwerk sich entscheiden, uns mit einer zweiten Ausgabe ihrer zweifelhaften Ergüsse zu beglücken. Auch wieder eine schöne Anspielung an Two Point Hospital. Also war jetzt wahrscheinlich selbstreferenziell. Weil das ja die Fortsetzung quasi ist. Wir entschuldigen uns für den Müll, den ihr... Oh, das war ich.
So, Dozenten. Forschologie. Internetgeschichte. Und virtuelle Normalität. Nur noch mal kurz umsetzen und dann hier Studierende werden gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. So. Fenster noch rein hier. Und dann möchte ich noch einen Duschraum. Handtrockner. Waschbecken. Sehr gut. Würde ich sagen, was haben wir hier noch? Achso. Gut. Dann starten wir mal. Die Einschreibung ist jetzt offen für virtuelle Normalität. Gott, ach Gott. Sind Sie überhaupt nicht einig, oder? Ein neues Jahr beginnt. Ich bin euer Moderator und sage Hallo. Nee, nicht. Alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Sequalisierung, die Kunst des Wiederholens, stammt von dem lateinischen Wort sequal ab. Was sich zufälligerweise stark nach dem Gefühl der Übelkeit anhört, das sich beim Erleiden einer Fortsetzung einstellt. Vielleicht sollten die einfallslosen Möchtegerne unserer Zeit sich das zu Herzen nehmen. Okay. Da arbeiten wir ja schon dran, da können wir gleich noch einen einstellen. Studierende werden gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. So, dunkle Magie, Allgemeinwissen, sag mal. Forschologie. Müssen wir jetzt das freischalten? Wie heißt das? Virtuelle Normalität. Hier reicht das mal. So, wir brauchen noch einen Studierplatz. Okay. Und natürlich noch eine Klimaanlage. Okay.
bekommt dumme Antworten. Was sollen wir abschließen? Studiengang Schule des Denkens. Also wir haben zu wenig Geld, okay. Das ist eigentlich das einzige Problem. Dann warten wir doch mal. Sequelisierung, die Kunst des Wiederholens. Moment, das hatten wir schon. Haben Sie das gehört? Ich hätte mich beinahe wiederholt und tat es dann doch nicht. Es ist also möglich. Und jetzt was Neues. Studierende werden gebeten, sich selbst zu finden. Läuft doch gut, oder? Würde ich sagen. Verbessern wir das Ding gleich noch. Da geht es auch ein bisschen schneller dann. Wir müssen ja eh 10 Objekte verbessern. Wir müssen eh mal gucken. Also hier können wir noch ein bisschen was machen dann. Das sind so Innenhöfe. Okay, cool. Coole Idee. Also die Layouts sind cool hier, muss man sagen. Kann auch noch einiges kaufen. Das wird auch übrigens auch eine der Maps, die ich ein bisschen mehr spielen werde dann noch. Also über die Ziele hinaus auch. Die sieht nämlich ganz, ganz cool aus eigentlich. In die Richtung kann man nichts weiter mehr kaufen. Hier drüben kann man noch die Seite kaufen, okay. Eine Liebesbank natürlich. Krieg ich denn eine Liebesbank? Also nichts leichter als das. Nein, es stimmt. Es ist wirklich, sollte man wirklich manchmal, muss man wirklich manchmal sagen. Das habe ich mir auch sehr oft gedacht im Studium bisher. Wenn du manche Leute da siehst oder manche, also einfach die Einstellung mancher, denkst du immer, ihr müsst doch gar nicht hier sein. Also, es ist ja schließlich ein Studium, also ist das nicht Schulpflicht oder so. Ihr könnt einfach gehen. Was anderes tun mit eurer Zeit. Hindert euch ja niemand drin. Jetzt neu in Crumleys Studentensortiment. Instant-Auflauf. Lust auf eine warme Mahlzeit, aber keine Zeit zum Kochen? Komm schon! Mit Crumleys neuem Instant-Auflauf zauberst du mit nur etwas Wasser ein Gericht, das fast ein Auflauf sein könnte. Genau wie bei Muttern. Studierende werden gebeten, sich großartig zu amüsieren. Okay. Besserung läuft auch gut. Der arbeitet ganz schön viel für sein Geld. Kann man ihm nicht absprechen. Da zahlt sich halt aus, dass wir die Sachen vorher schon alle erforscht haben, ne? Über die anderen Maps hinweg. Das ist halt dann sehr hilfreich bei sowas. Guten Tag. Bitte nur Forschung. Vielen Dank.
ändert eure Passwörter. Ich wieder vergessen, wieder überall mal ein bisschen hinpacken wieder. Jetzt nicht wieder alles vollmüllen. Hortensienblumenkübel. Ändert sich nichts, da ändert sich was. Okay, machen wir es einfach mal so. Wenn Sie mich fragen, ist stumpfsinnige Wiederholung die Wurzel aller unserer sozialen und kulturellen Verfehlungen. Wieder ein Wochenende, wieder Roachburger, wieder ein überbewerteter Streifen im Lichtspielhaus. Ich sage Ihnen, versuchen Sie mal etwas Neues. Leben Sie. Und schalten Sie morgen wieder Radio 2Point ein und lassen Sie mich Ihnen von meiner Sammlung von Keramikwühlmäusen erzählen. Klingt verlockend. Ach, hier war ja schon eine Toilette. Hab ich gleich gesehen. Aber gut, ist ja egal. Die Noten sind überraschend gut. Müssen wir ein bisschen auf den Gewinn aufpassen. 40.000 sollten wir aber eigentlich im nächsten Studienjahr dann kriegen. Wir können ja schon mal hier wieder ein bisschen weitermachen. Büffeln gehen hat nichts mit Tierquälerei zu tun. So. Okay, liegt es am Geld oder? Ja, es liegt, glaube ich, am Geld, ne? Ja. Wobei. Geht es nur bergab.
Oh. Das Geld fehlt. Jetzt viele nicht mehr. Von Ihnen haben mir Ihre Kommentare über einen ganz bestimmten Fortsatz übermittelt, nämlich die Weiterführung von Mr. Cushions ganz und gar grässlicher Produktion Gefährliche Strumpfhosen. Gefährlich ist bei diesem Lichtspiel nur das Zuschauen. Die Fortsetzung mit dem Titel Gefährliche Strumpfhosen 2, das Gold der Hüfte, hat sich den begehrten Preis unterste Schublade verdient. Mit diesem Preis zeichne ich all jene Früchte der Filmindustrie des Countys aus, denen es mehr als ohnehin üblich an künstlerischem Wert mangelt. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Oh. Nur falls ihr es nicht bemerkt habt. Okay, aber es läuft eigentlich extrem gut. Also wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen was brauchen, das heißt, wir werden gleich einen Kredit aufnehmen müssen. Aber ansonsten... Die Sommerpause wäre die perfekte Zeit für Bauarbeiten. Ich ja. meine ja nur. Die Jahresendwerte. Ja, wir brauchen also ein Vorlesungssaal, ein Roboterdesign, ein VR-Labor noch. Okay, das machen wir alles hier unten rein. Und dazu nehmen wir uns erstmal ein Kreditchen auf. Ups. Nehmen wir gleich den größten. Was soll der Geiz? So. Roboter-Design. Roboter-Design. Jawohl, hier machen wir hier vorne noch nichts hin. Fangen wir hier an. Ich gebe jetzt mal nicht so viel Geld aus für Zeug, was wir nicht unbedingt brauchen. Hat irgendwas davon einen Sinn? Also bringt es uns irgendwas? Ist das einfach nur... Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann Fenster. Na. Halt. Brauche noch eine Tür. So, einmal. Dann noch ein VR-Labor. Machen wir ungefähr genauso. Das steigert ein bisschen das Lernvermögen. Das Zeug nicht. So, das haben wir. Und noch einen Vorlesungssaal. Den würde ich so hinmachen. Mit Türen hier und hier. So. Und... Ja, brauchen wir nicht. Obwohl, das steigert das Lernvermögen. Also brauchen wir es schon. So, Kühlung. Zack. Dozenten. Internetgeschichte einmal. Forschologie zweimal. Und zweimal virtuelle Normalität. Ganz schön was los jetzt hier. So. Das soll verbessert werden, das soll verbessert werden, das soll verbessert werden. Wir haben die drei Sachen schon mal. Genau, dann brauchen wir eigentlich nur noch gute Schlafsäle.
Bauen wir doch gleich hier noch einen hin. So. Das war äußerst anstrengend. Ja. Das werden wir nicht noch einmal tun. Anders als all diese ideenlosen Doppelt- und Dreifach-Wiederkäuer wissen wir bei Radio Two Point nämlich, wann einer Sache Genüge getan wurde. Mhm. Das Na dann. Studienjahr ist vorbei. Alle Studierenden müssen den Campus räumen. Genau, verschwindet. Ich will nur mal kurz was testen. Okay. Also zur Not können wir nachher einfach eins bauen, wenn das Schuljahr vorbei ist. Da können wir einfach noch einen Schlafsaal bauen, dann geht's auch. Das wollte ich testen. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. So, Bad und dann hier noch ein Duschraum. Jetzt soll nicht alles voll stinken wie die Iltisse. Aus Illertissen. Und dann könnten wir eigentlich das nächste Jahr starten. Nein! Braucht man noch mehr. Arbeit zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Okay, Planänderung. Zack. Und das war die heutige Sendung. Für all das Gesagte gilt freilich ein großer, nicht zu verachtender Vorbehalt. Sollte ich persönlich je in einer Fortsetzung jeglicher Art auftauchen, so können Sie sich sicher sein, dass ich dafür gute Gründe hätte und dass es sich dabei um eine enorme, dem Namen Bickleworth würdige Verbesserung des Vorgängers handeln würde. Jetzt schwankt's wieder wie verrückt. Wie war das? Keine unerlaubten Gespräche auf dem Campus, bitte. Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Ihr müsst ja nicht alle da in das gehen, ihr könnt ja auch hier wohnen. Der Stundenplan ist nicht in Stein gemeißelt, aber er wird trotzdem nicht geändert. Ups.
So. Zack. VR-Projektor, okay. Wenn ihr das unbedingt braucht, eine Handelbank? Kann man die einfach so platzieren, oder was? Ah ja. Okay, ich dachte, die kann man nur in Sportzentrum packen. Und ein Kopierapparat. Schicker Hutständer. Kriegt ihr. Aufenthaltsraum haben wir nicht. Vorerst. Crazy Taxi Automat. Haben keine Bühne im Studierendenzentrum. Können wir das ändern? Ja, können wir, glaube ich. Wir haben genug Geld. Naja, so viel haben wir auch nicht mehr. Aber. Gewinn sieht sehr gut aus, ehrlich gesagt. Ich würde gerne hier noch einfach das Ding reinpacken. Das ist so mein neuer Favorite, weil der erhöht die Lernkompetenz und die Forschungskompetenz um 12%. Das ist nicht zu verachten. Ist zwar teuer, aber es geht halt dann wesentlich schneller. Oh Gott, was flattert denn jetzt hier alles ein? Läuft alles. Wir machen echt gut Geld, also da kann man sich nicht beschweren. Da kann man sich echt nicht beschweren. Halt. Ist wieder falsch rum, oder? Okay, 10 Objekte haben wir verbessert, das hier läuft auch durch. Macht guten Fortschritt. Und die Schlafsäuwerdung, mein Gott. Bauen wir halt noch einen zur Not, wenn sie sich immer zu beschweren. Aber erstmal schließen wir die Schule das Denken ab, dass wir in dem Moment dann den Boost haben. Mit möglichst wenig andere. Also wir können auch mal versuchen, kleinere Zimmer zu bauen. Das würde ich bei der nächsten Uni vielleicht mal versuchen. Also wirklich so, wie groß muss denn der sein, der Schlafsaal? 2x2. Vielleicht einfach wirklich mal Einzelzimmer zu machen. Also sind sie dann auch zu fünft, weil ja mal 5 Studierende in einem Zimmer sind. Aber wirklich mal versuchen, so ganz kleine Zimmer zu machen. Wäre bestimmt auch ganz geil, aber. Weiß nicht, ob das spieltechnisch halt einfach gut funktioniert. Müssten wir halt mal schauen. Fang schon mal an.
Wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Schrank macht und ein Bett. So, komm, schließ die Schule des Denkens ab. Ich glaube, das Spiel funktioniert so nicht, das ist das Problem. Das Spiel will schon große Säle, es will bloß sehr viele große Säle, damit sich die Leute so wenig wie möglich teilen müssen. Ich glaube, das ist eher das Problem. Also verkaufen wir das Zimmer mal wieder. Und machen nochmal einen großen. Hallo? Sorry. Ihr hört Radio Campus mit Maggie Whatmore. Ich weiß erst seit 5 Minuten, dass ich die heutige Show moderiere. Aber okay, wird schon schief gehen. Ich habe zwar noch nie eine Show ohne Notizen gemacht, aber das stört mich nicht im geringsten. Häufige Fragen. Dann ist ja gut. Nein, wir werden keine Freunde. Ganz awkward mitten im Raum. Urban Bungle, Foto von Windsock. Alle sind davon überzeugt, dass Roboter unsere Zukunft sind. Hat schon einmal jemand darüber nachgedacht, dass wir die Vergangenheit für Roboter sein könnten? Allerdings ist das wohl alles eine Frage der Perspektive und um ehrlich zu sein, macht diese Art Grübelei mich unheimlich schläfrig. Sagen wir es also so, ich mache sie für alles verantwortlich, was passiert. Tarquin Foxbridge, Bildungsminister. Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir das auch? Mein Gott, was die hier alles wollen. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Two Point Campus, wenn wir uns den nächsten Campus anschauen. Das war jetzt hier recht kurz, aber ich meine, wir sind halt auch einfach Profis mittlerweile, deswegen geht das alles so gut. Nee, es passt schon, also hat gut funktioniert. Das hier wird zum Beispiel wieder schwieriger, da müssen wir überall Pflanzen und so einen Scheiß hinstellen. Das geht relativ leicht, das geht auch von alleine und das sollten wir ja wohl auch hinkriegen. Also das sind so Sachen, das mache ich aber dann halt lieber allein. Da mache ich mir nebenbei ein Video an. Weil das ist dann wirklich sehr viel grinden. So die erste Krone, da ist noch sehr viel Bauen und Experimentieren dabei. Bei der zweiten Krone wird es dann schon ein bisschen mehr. Bei der dritten ist eigentlich nur noch Warten. Warten, dass das Studienjahr rumgeht und dann Sachen erweitern und verbessern und dann wieder warten und so weiter und so fort. Also es dauert dann alles schon ein bisschen. Und es wäre auch fürs Video langweilig. Das haben wir aber schon lange geklärt, weil, wie ihr wisst, kommt immer erst... Oder kommt immer nur eine Folge zu jeder Map. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, da das ja auch nicht das einzige Spiel ist, was ich Let's Play. Und ich auch nicht so viel Zeit habe, das ganze Spiel komplett durch zu Let's Playen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. In der nächsten Folge schauen wir uns noch die letzte Map an, bevor es dann zur Two Point University geht, also dem großen Finale. Da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir da das letzte, die erste Krone, schon, den ersten Stern allein kriegen. Kann ich mir auch schon lang vorstellen, aber das sehen wir dann alles. Jetzt geht's erstmal in der nächsten Folge. Wir können mal gucken, wohin wir als nächstes gehen. Als nächstes gehen wir nämlich noch zu Breaking Point. Wenn deine Studierenden an der berühmten, berüchtigten Partyschule glücklich sind, bist du es auch. Ich bin mal gespannt, was an der Partyschule los ist und dann ganz am Ende die Two Point University. Da brauchen wir aber noch einen Stern in Breaking Point, um die freizuschalten. Von daher machen wir das auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und rein. Macht's gut und ciao.